Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie die meisten natürlich jetzt schon mitgekriegt haben, ich habe ein Video rausgebracht, das heißt, wie installiere ich Linux Mint und was muss ich beachten. Also das ist jetzt von mir geplant, eine kleine Linux Mint 22er Serie. Wie installiere ich Linux Mint? Wie würde ich Linux Mint jetzt einrichten, so dass jeder damit ja, zufrieden sein kann oder das nachmachen möchte? Ich weiß es nicht. Ja, je nachdem. Also ganz ehrlich, jeder sollte das so einstellen, wie er es für richtig hält. Was ich nur hiermit bezwecken möchte, ist, ich habe ja Linux Mint 21.3. Das ist jetzt das, was jetzt gerade noch läuft, aber mit dem GNOME Desktop. Den habe ich ja nur drüber installiert. Der Cinnamon Desktop liegt noch unten unter. Jetzt habe ich schon gelesen in Kommentaren, Linux Mint 22 soll schneller sein und ja, es sind also viele Neuerungen mit bei. Erzählen kann man mir viel, ich will es selber wissen. Ich fange jetzt an und installiere mir Linux Mint 22 auf einer 512 GB SSD, eine M2 SSD. Und ja, ich nehme euch mit. Ich zeige euch, was ich da einstelle. Auch diese, ja, was für mich wichtig ist, die privaten Sachen wie ja, meine Arbeitszeiterfassung, teilweise habe ich ja noch ein Programm, das ich nicht mehr nutze, von Windows. Dieses Zweckform, das hängt ja hier in dem System immer noch mit drin. Das kann ich euch zeigen. Das liegt ja irgendwo hier. Ich habe, ach so, die habe ich jetzt mittlerweile alle in ein Verzeichnis reingeschmissen. Dieses Winlabel 3.0. Ich brauche es nicht mehr, ich nutze es nicht mehr. Das ist genauso wie Deutschland spielt. Ich spiele es nicht mehr. Und daher würde ich das bei Linux Mint 22 nicht mehr mit dabei. Es gibt also kein Bottles mit dabei. Das Einzige, was ich brauche, ist noch mein Kalender hier, den Google-Kalender, weil der mit allen möglichen verknüpft ist, mit Handy, Tablet und so weiter. Und ja, dieses kleine Kartenspiel. Ich bin da süchtig nach. Ich spiele das mindestens einmal am Tag. Einfach nur zur Beruhigung. Das entspannt mich, da beruhige ich mich. Denn ja, ich kann den Kopf freikriegen dabei. Und das mache ich dann ganz gerne. So, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, was ich vorhabe. Und deswegen gibt es Linux Mint 22 auf 512 GB SSD mit allen möglichen Einstellungen, Hintergrundbildern, Effekten. Ja, ihr könnt meine Fehler sehen, die ich mache, denn da gibt es auch immer genug bei. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich mache auch meine Fehler. Und wer jetzt sagt, nein, ich mache keine Fehler, derjenige lügt. Jeder macht mal einen Fehler. Also gut, okay, das war's von mir. So viel zu dem, was ich vorhabe und was für eine Videoreihe es jetzt gibt. Ich installiere dieses, langsam. Ja. Hier habe ich Linux Mint 22, habe ich da schon installiert. Aber ihr werdet es sehen. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao, ciao.